Wird die Deutsche Bahn jemals besser? Puh. Wir haben das Jahr 2050. Du stehst am Eingang des Berliner Hauptbahnhofs. In 15 Minuten fährt dein Zug nach München ab. Du kaufst dir kurz einen Kaffee und schlenderst gemütlich zum Gleis 4. Der Bahnhof hier lädt zwar zum Verweilen ein, doch das ist oft gar nicht nötig. Du bist daran gewöhnt, dass in ganz Deutschland eng getaktet alle 30 Minuten ein Fernzug den Hauptbahnhof verlässt. Okay. Die Züge sind sauber, schnell und bequem. Du freust dich tatsächlich schon ein bisschen auf die Fahrt. Wenige Stunden später kommst du pünktlich auf die Minute in München an. Klingt wie ein Traum? Das alles soll laut der Bundesregierung und der Deutschen Bahn irgendwann Realität sein. Der Deutschlandtakt. Genau. Doch aktuell sind wir noch unfassbar weit davon entfernt. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Deutschen Bahn? Ziemlich so. Es ist die Geschichte einer enttäuschten Liebe. Nicht einmal enttäuscht, sondern immer und immer wieder. Jahrzehntelang. Die Deutsche Bahn ist ein Sanierungsfall. Das einzige Unternehmen, was bei Bewertungsseiten im Internet mit 14.000 Bewertungen auf satte 1,1 Sterne kommt. Die Unpünktlichkeit, die schlechten Anbindungen, die hohen Preise. Ist halt jedes Mal ein Abenteuer. Überbezahlte Manager, ein Planungshorizont höchstens bis zur nächsten Jahresbilanz und natürlich absolut kein Bock auf Allgemeinwohl. Stattdessen will die Bahn vor allem eins: Gewinne, Gewinne, Gewinne. Also da müsste man sagen, das muss eigentlich alles weg. Ich habe heute wieder 10 Stunden im Zug verbracht und ich kann einfach nicht mehr. Man ist am Rande, an welchem Rande des Nervensambos. Ich kann nicht mehr immer in der Bahn sitzen. Das hier ist übrigens jetzt, das wird jetzt gleich sehr, sehr schwer, weil wir uns mit der weil wir uns mit einer Sache konfrontieren, die Verkehrswende maßgeblich nach hinten werfen wird. Also die ganzen Debatten um Verbrennerverbot, Elektroauto, Verbrennerverbot, Elektroauto, so ein Scheiß, wird halt von der Scheiße hier nicht unterstützt. Die Bahn ist, der öffentliche Nahverkehr und Fernverkehr ist eine Säule der Verkehrswende und trägt absolut gar nichts. Diese Säule ist marode, sanierungswürdig und sollte eigentlich Leute davon zu überzeugen, zu sagen, ja gut, vielleicht verzichte ich ja auf mein Auto. Weil der Individualverkehr von so etwas halt logischerweise am ehesten abgelöst werden kann. Die Realität ist leider, dass es nicht mal im Entferntesten in Erwägung gezogen wird. Und ich kann den Leuten das nicht mal übel nehmen, wenn du bist ja schon ausgeschlossen, wenn du nicht in der Stadt wohnst. Dann bist du ja schon komplett raus. Du wohnst nicht in der Stadt? Ja, Bruder, einmal am Tag fährt ein Bus. Da bist du schon raus, morgens und abends. Da kannst du schon vergessen. Und wer mit so einer öffentlichen Nahverkehrssituation konfrontiert ist, mit dem brauchst du solche Debatten ja gar nicht führen. Ey, Bruder, behalt dein Auto. Was willst du machen? Wie würdest du es auch anders machen? Du kommst vom Land halt einfach nicht regelmäßig und zielgerichtet und vielleicht auch mal spontan irgendwo hin. Und da reden wir noch von Bussen. Aber da gibt's die Bahn gar nicht. Bruder, die Bahn? Digga. Ruft ihr ein Taxi. Das ist das öffentliche Nahverkehr auf dem Land. Ruft ihr ein Taxi. Die Deutsche Bahn will schon seit Jahrzehnten besser werden. Doch es funktioniert offenbar immer noch fast nichts. Überall sind Baustellen. Die Tickets sind zu teuer und die Züge unpünktlich. Wenn sie überhaupt kommen. Heute habe ich in Köln 2 Stunden auf meinen Zug gewartet und dann wurde mir gesagt, dass er ausfällt. Manchmal fahren sie nicht mal den richtigen Zielbahnhof an. Die Pläne der Bahn wirken unerreichbar. Sind sie das? Woran genau hapert's eigentlich? Was brauchen wir, um dahin zu kommen? Wird die Deutsche Bahn jemals besser? Wollte über Pfingsten ein bisschen wandern. Bruder, du willst erstmal. Okay, Name checks out. Wonder Woman. Okay, ich wollte gerade einen dummen Sprich über Wandern machen. Dann habe ich den Namen aber gesehen, dachte mir, na gut, machst du nicht. Ich finde, aber kein Problem.
hatte mich für die Anreise mit der Bahn entschieden. Nur 45 Minuten Regionalverkehr. Extra ein paar Plusstunden genommen, um pünktlich loszukommen. Nach 30 Minuten blieb die Bahn stehen. Nach einer Stunde fuhr sie zurück zum Start. Für die nächsten Züge gecancelt. Keine Ausweichmöglichkeit für mein Ziel. Wanderwochenende war damit gelaufen. Fies Batman. Gute Besserung an Wanderwoman. Wir haben zu den Problemen der Deutschen Bahn schon vor 5 Jahren ein Video veröffentlicht. Seitdem ist die Bahn tatsächlich noch viel schlechter geworden. Die Züge sind unpünktlicher, die Bahn ist noch höher verschuldet, die Bahnkunden sind sauer. Ich meine, wenn die Ansage sagt, der Zug steht bereit und auf dem Gleis ist nichts. Alternative zum Auto wäre schon gut, dass sie pünktlich kommt, die Bahn. Wie läuft's mit der Bahn? Bruder, der Deutsche ist halt einfach, der Deutsche ist halt auch einer desillusioniert, ne? Wenn der Deutsche gefragt wird, ja, wie ist das mit der Bahn? Boah, es wäre echt schön, wenn die mal pünktlich kommen würde. Weißt du, so eine devote Rhetorik ist da mittlerweile am Start. So von wegen, boah, ich würde mich so freuen, wenn die Bahn endlich mal pünktlich kommen würde. Boah, wie schön das wäre. Weißt du? Mit so einer Haltung bist du da mittlerweile unterwegs. Oh, wie schön wäre das, wenn die Bahn endlich mal pünktlich kommen würde. Oh Gott. Bahn, nicht immer sehr verlässlich, man plant schon Verspätung ein. Die aktuellen Probleme der Bahn sind nicht neu. Kurz zusammengefasst liegen die Ursachen dieser Probleme in den 90ern. Ja. Damals gibt es die Bundesbahn im Westen und die Reichsbahn im Osten, beide mit erheblichen Schulden. Eine Fusion soll die Bahn profitabler und wettbewerbsfähiger machen. 1994 entsteht deshalb die privatwirtschaftlich organisierte Deutsche Bahn AG. Seitdem gab es diese Idee, man kann so eine Bahn wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen gewinnorientiert betreiben, sodass sie Leute transportiert und dabei Gewinn erwirtschaftet, dass dabei am Ende wirklich was überbleibt. Ja, und das war, also die Privatisierung der Bahn zeigt, dass Privatisierung niemals die Lösung sind. Das ist Philipp Banse. Er ist Journalist und betreibt zusammen mit Ulf Burmeier den sehr empfehlenswerten Podcast Lage der Nation. In ihrem Buch, ja, sehr empfehlenswert übrigens, Buch Baustellen der Nation, haben sich die beiden unter anderem mit dem Investitionsstau bei der Deutschen Bahn beschäftigt. Die Bahn ist kein gewöhnliches Unternehmen, sondern befindet sich zu 100% im Eigentum des Bundes. Einerseits ist die Bahn also eine Aktiengesellschaft und soll möglichst viele Gewinne einbringen. Andererseits gehört diese AG dem Bund, der sicherstellen soll, dass die Bahn der Gesellschaft dient. Uns also pünktlich und effizient in ganz Deutschland von A nach B befördert. Der Bund muss also dafür sorgen, dass die Geschäftstätigkeiten der Bahn AG diesem Ziel entsprechen. Der Bund muss die Kontrolle behalten und sicherstellen, dass Management und Finanzressourcen darauf ausgerichtet sind, eine gute Bahn zu schaffen. In einer passenden Metapher ausgedrückt, die Bahn AG fährt den Zug, aber der Bund muss die Weichen stellen und sagen, wo es lang geht. Hier, Anfang der... Das schlechteste von beiden Welten. Der 90er beginnt das Versagen der Deutschen Bahn und damit der Politik. Ja. Viele der Entscheidungen sind bis heute spürbar. Oh Gott, der Abbau. Boah, wer war denn das? Wer war denn der Bahnvorstand? Ende der 90er, Anfang der 2000er hat irgendein Bahnvorsitzender, boah, wer war denn das? Den Rückbau von Schienen. Medorn. Medorn ist der Dorn in meinem Fuß und in eurem Fuß, wenn ihr darüber nachdenkt, den pünktlich zur Bahn zu kommen. Das ist der Medorn ist. Und bei der Fusion von Bundesbahn und Reichsbahn ist das deutschlandweite Schienennetz marode. Die Deutsche Bahn AG ist jetzt sowohl für den Bahnbetrieb als auch für das Schienennetz zuständig. Doch statt Geld zu investieren, fährt die Bahn nach der Zusammenlegung eine harte Sparpolitik. Es gibt keinen Ausbau, sondern einen massiven Abbau. Dieses Sparprogramm wird heute vor allem mit einem Namen verbunden. Hartmut Medorn. Oh mein Gott, da ist er. Medorn, der Verbrecher. Der Grabräuber der Bahn. Bruder, oh mein Gott, Herr Medorn. Der hat danach übrigens noch was anderes gemacht, was ich ganz witzig fand. Hartmut Medorn. Der hat den... Na? Welches Projekt hat er auch betreut?
Ich sag das nicht. Ich sag's nicht. Ich sag's nicht, Chat. Der damalige Bahnchef. Ich werd's nicht sagen. Chef sorgt ab 1999 dafür, dass wenig genutzt. Aber sein guter Ruf aus der Bahn hat ihn einfach in ein anderes Projekt katapultiert, unermesslichen Ausmaßes. Die Gleise, Weichen und Bahnhöfe abgebaut werden, da sie im Unterhalt zu teuer seien. Das deutsche Schienennetz schrumpft um 5400 Kilometer. Ja, absolute Katastrophe. Das führt schon damals teilweise zu massiven Versperrungen und Ausfällen. Störungen und Baustellen können nicht mehr umfahren werden. Gleichzeitig werden bis Anfang der 2000er Jahre über 100.000 Arbeitsplätze abgebaut, um die Kosten zu senken. In den 2000ern wird es nicht besser. Ein Verkehrsminister nach dem anderen will die Bahn zuverlässiger Gott sei erschrocken. Und pünktlicher machen. Wir wollen Deutschland mobil machen mit schnellen Verbindungen, damit eine attraktive Alternative zum Pkw-Verkehr auf der Autobahn. Ich weiß nur, dass es sehr darauf ankommen wird, nicht nur ein besonders modernes, ein besonders effektives System vorzuhalten, sondern die Kunden mitzunehmen. Wir werden in der Zukunft dem öffentlichen Nahverkehr... Oh Gott, Wolfgang Tiefensee. Tiefensee, In den Städten, zwischen den Städten und zwischen Stadt und Region eine höhere Aufmerksamkeit schenken müssen, weil wir vom Individualverkehr wegkommen müssen. Wir müssen vor allen Dingen bei der Bahn... Oh mein Gott, der Ramsauer! ...hinein investieren in größere... Ja, wir müssen in der Bahn hinein investieren. Ja, mei. Reservekapazitäten mit noch mehr Qualität, noch mehr Service, noch mehr Service, mehr Pünktlichkeit und noch mehr Kundenorientierung. Eine Leistung. Es spielt aber, oh Gott, es spielt auch einfach keine Rolle, wer der Verkehrsminister ist. Es sind immer Hurensöhne, ne? Also man muss das einfach mal so sagen, ne? The fucking hell, Digga. Fähigere, pünktlichere Eisenbahn. Doch niemandem gelingt es. Zunächst haben drei SPD-Verkehrsminister bis 2009 augenscheinlich... Weißt du? Ich habe auch noch keinen Verkehrsminister gesehen, bei dem ich denke, Bruder, der ist aber auch menschlich stabil. Nee, da weißt du sofort. Nee. Würde ich meiden. Wahrscheinlich wenig erreicht und eher dabei zugeschaut, wie die Bahn kaputtgespart wurde. Wir haben Kurt Bodewig und Wolfgang Tiefensee gefragt, ob sie sich rückblickend zu wenig für den Ausbau der deutschen Bahninfrastruktur eingesetzt haben. Wir haben bisher leider keine Antwort erhalten. Manfred Stolpe ist 2019 gestorben. Tja, gute Besserung. Ab den 2010ern gewinnt das Thema Verkehrswende in der Gesellschaft so richtig an Fahrt. Das Pariser Klimaabkommen von 2015 setzt das Ziel, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. In Deutschland entsteht ein großer Block Emissionen im Verkehr. Es gilt, den Fokus weg von Auto und Flugzeug auf die Schiene zu lenken. Ich will morgen eine weite Strecke zurücklegen, habe einfach mit der Bahn zu fahren. Allerdings fahre ich mit dem Auto. Denn mit der Bahn wäre es doppelt so teuer und ich wäre doppelt so lange unterwegs. Jetzt fahre ich morgen 4,5, 5 Stunden mit dem Auto. Bruder, ich hasse dieses Thema so sehr. Ich hasse es. Ich hasse das Thema. Auch Fahrräder können in vielen Fällen eine Alternative zum Auto und zur Bahn sein. Sie sind grüner, man bewegt sich körperlich und verbringt Zeit an der frischen Luft. Upway bietet refurbished E-Bikes an. Oha! Das sind gebrauchte Elektrofahrräder, die von Spezialisten gründlich geprüft und aufbereitet wurden. Cool! Dadurch wird die Qualität gesichert. Ihr könnt gleichzeitig Geld sparen und es wird nichts Neues produziert. Let's go! Es gibt etliche Angebote von unterschiedlichsten E-Bike-Brands, teilweise mit über 60% Rabatt und mit dem Code SIMPLY sogar noch mehr. Dieses Tracking-Bike hat einen soliden Antrieb für steile Anstiege. Je nach Untergrund kommt man mit einer Akkuladung über 100 Kilometer weit. Upways E-Bike-Finder kann euch bei der Wahl eures Fahrrads helfen. Du musst nur ein paar Fragen beantworten und kriegst einen individuellen E-Bike-Vorschlag. Ihr könnt die Fahrräder 14 Tage lang Probe fahren und erhaltet eine Einjahresgarantie. Mashallah, klingt richtig cool. Über diesen QR-Code und auf upway.de erhaltet ihr mit dem Code SIMPLY 150 € Rabatt auf euer neues E-Bike.
Wir persönlich finden das Konzept sehr cool. Ja. Schaut gern mal auf der Website von Ich persönlich finde das Konzept auch sehr cool. Way vorbei und checkt die E-Bike-Deals ab. In den für die deutsche Verkehrswende laut Experten wegweisenden Jahren hat ausschließlich... Hauptsache, die Dinger sind nicht alle gestohlen und neu verkauft. Klar sind die alle gestohlen und neu verkauft. Das ist ja auch eine ganz rationale... ist ja eine ganz rationale Vorstellung davon, ne? Ich meine, das ist eine Firma, die stiehlt oder lässt E-Fahrzeuge, E-Fahrräder stehlen und dann feilt die Seriennummer ab, bereitet die auf und verkauft die wieder. Digga. Klar. Ist auch das Erste, woran ich denken würde, wenn ich sowas höre, ehrlich gesagt. Ja. Du Scheiße. Schließlich eine Partei die Verkehrsminister gestellt. Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer haben, wie schon ihre Vorgänger, de facto tatenlos dabei zugesehen, wie die Bahn kaputt gespart wurde. Obwohl immer deutlicher wurde, dass eine funktionierende Bahn essentiell für das Gelingen der Energiewende ist. Sie alle kommen aus Bayern. In Bayern sind große Automobilhersteller zu Hause und das hat, glaube ich, einen Einfluss darauf, wie engagiert bayerische Verkehrsminister den Ausbau der Deutschen Bahn vorantreiben. Wir haben Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer mit der These konfrontiert, dass die Nähe der CSU zur deutschen Autolobby teilweise einen negativen Einfluss auf den Ausbau der deutschen Bahnnetze haben könnte. Außerdem haben wir sie gefragt, ob sie sich rückblickend zu wenig für den Ausbau der deutschen Bahninfrastruktur eingesetzt haben. Keine Antwort. Unsere Fragen blieben bisher unbeantwortet. Viele Deutsche lieben ihre Autos und die deutsche Politik liebt die Autoindustrie noch viel mehr. Gemessen am Umsatz ist sie der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes, das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft und damit auch die einflussreichste Branche. Die Autoindustrie ist eine der größten Lobbygruppen in Deutschland. Ja, das Problem ist, für Deutschland ist die Autoindustrie eine große Einnahmequelle, aber die Autoindustrie vertritt Interessen bzw. setzt sich ja für Märkte ein, da spielt da Deutschland eine kleinere Rolle. Also da ist Deutschland sicherlich irgendwo auf dem Papier, aber die werden ja asiatische Märkte bedienen wollen und darum sollte man eventuell mal die Verhältnismäßigkeit prüfen. Da die ganze Zeit dem Bittsteller der Autoindustrie hinterherzulaufen und deswegen das Bahn in die Bahninfrastruktur verkommen zu lassen, ist vielleicht der falsche Weg. Ja? Sie versucht sicherzustellen, dass politische Entscheidungsträger ihre Interessen berücksichtigen. Wie und ob das der Autoindustrie im Einzelnen gelingt, ist nicht immer klar. Fest steht, die Verkehrsminister, Bund und Länder verfolgen in weiten Teilen eine autofreundliche Politik. Bei Investitionen wird das Auto häufig bevorzugt. Natürlich haben viele Verkehrsminister gesagt, die Schiene hat Priorität und wir wollen auch uns um die Schiene kümmern und so. In der realen Welt ist davon nur immer wenig angekommen. Da sind doch immer viel mehr Milliarden in Straßen geflossen. Auch der aktuelle FDP-Verkehrsminister Volker Wissing. Volker, die Blockade Wissing. Steht immer wieder in der Kritik, sich nicht ausreichend für die Sanierung der Bahn einzusetzen. Wir haben ihn mit diesem Vorwurf konfrontiert. Er hat uns bisher nicht geantwortet. In den letzten 30 Jahren wurden in Deutschland weniger als 1.800 Kilometer neue Schienenstrecke gebaut. Im selben Zeitraum wurden über 250.000 Kilometer Straßen gebaut. Bruder, wir haben den Klimawandel auch echt verdient, Digga. Bruder, wir haben den auch verdient. Schade nur, dass die Leute, die den ausbaden müssen, ihn nicht verdient haben. Aber Deutschland hätte ihn verdient. Deutschland hätte ihn verdient. Die, die ihn aber tatsächlich bekommen, die haben ihn nicht verdient. Twitch Prime is not a crime. Von 1995 bis 2018 hat Deutschland doppelt so viel Geld in Straßen wie in Schienen gesteckt. Das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene fasst seit 2005 jährlich zusammen, wie viel Deutschland im Vergleich zu europäischen Nachbarländern in die Bahninfrastruktur investiert hat.
Schon in ihrem Gründungsjahr warnt das Bündnis. Deutschland droht im europäischen Vergleich den Anschluss zu verlieren. Während etliche Nachbarländer massiv in die Schieneninfrastruktur investieren, sinken im Haupttransitland Europas die Investitionen in Schienenwege dramatisch. Trotzdem passiert in Deutschland im internationalen Vergleich nichts. Klar, andere Staaten sind vielleicht kleiner, haben weniger Einwohner und andere geografische Gegebenheiten. Aber es lohnt sich dennoch, einen Blick darauf zu werfen, wie viel die Länder pro Kopf in ihr Schienennetz investiert haben. Im Jahr 2006 investiert Frankreich 76 Euro. Oder also, das, die Schweiz ist 70 Euro und die Schweiz sogar 359 Euro. In Deutschland sind es stabile 39 Euro. 4 Jahre später sind es immerhin 14 Euro mehr geworden. Aber die meisten anderen europäischen Länder haben wieder deutlich mehr investiert als Deutschland. Also ich denke, mit der Schweiz sich zu vergleichen, das ist halt einfach ein unerreichbares Ziel. Don't do it. Ich würde die hier auch aus der Pro-Kopf-Investition rausrechnen. Die Schweiz hat einen ganz, ganz merkwürdigen Einzelstatus im direkten Ländervergleich. Bruder, Das ist halt immer so ein bisschen, wenn man sich schlecht fühlen will, ne? Vergleich dich mit der Schweiz. Wenn du dich schlecht fühlen willst, vergleich dich mit der Schweiz. Wenn du dich sehr schlecht fühlen willst, vergleich deine Infrastruktur mit der in der Schweiz. So, das ist halt alles ein bisschen auch nicht erstreben, also das ist nicht mal realistisch. Das ist nicht mal realistisch. Wir sparen uns jetzt mal weitere Jahre einzeln durchzugehen. Deutschland landet immer auf den hinteren Plätzen. Es bleibt bis heute dabei. Der Bund investiert kontinuierlich viel zu wenig Geld. Und daran kann man schon sehen, dass die Deutsche Bahn in Deutschland eine andere Priorität hat. Und daran kann man sehen, dass es notwendig ist, pro Einwohner, pro Einwohnerin eben deutlich mehr Geld in diese Bahn zu stecken. Ja, das Doppelte oder das Dreifache mindestens, ja. Als wir das heute tun. Der aktuelle Netzzustandsbericht der Deutschen Bahn kommt ebenfalls zu dem kaum überraschenden Ergebnis, dass das Schienennetz veraltet ist. Mehr als die Hälfte der Strecken müssen instand gesetzt werden. Wir müssen fast 100 Milliarden Euro, 90 Milliarden Euro investieren, um das einfach nur wieder auf einen technisch akzeptablen Stand zu bringen. Da reden wir noch nicht davon, neue Strecken zu bauen und auszubauen und Dörfer anzuschließen, sondern einfach nur, um das, was wir haben, wieder auf einen normalen Stand zu bringen. Wir nutzen teilweise immer noch mechanische Stellwerke aus dem Jahr 1899. Das sind Relikte aus dem Kaiserreich. Aktuell sind nur 61% des Schienennetzes elektrifiziert. 40%. Also mit einer Oberleitung ausgestattet. Elektrisch angetriebene Züge sind nicht nur klimafreundlich, sondern auch leistungsfähiger. Bei uns fahren etliche Regional- und Güterzüge aber immer noch mit Dieselmotoren. In einer Stellungnahme an uns betont die Deutsche Bahn, dass sie plant, bis 2030 weitere rund 760 Kilometer ihres Netzes zu elektrifizieren. Stay, welche Erfahrung hast du mit der Schweizer Bahnverkehr gemacht? Also meine einprägendsten Erfahrungen habe ich tatsächlich noch gemacht, als ich Arbeitnehmer in der Schweiz war. Das erste Mal als Unternehmensberater damals. Und ihr müsst euch das so vorstellen, da war das auch schon sehr schlimm, aber es ist halt einfach auch lame. Ich bin regelmäßig gependelt in der Schweiz. Das heißt, ich hatte eine Firmenwohnung oder eine Firmenpension an der Grenze. Weil mein Arbeitgeber ein kleiner, gieriger, geiziger Drecksack war und wollte halt nicht Schweizer Preise bezahlen, weil die Lebenserhaltungskosten in der Schweiz halt, aua. Und hatte dann den direkten Vergleich. Und es gibt nichts Schlimmeres als den direkten Vergleich. Mein täglicher Ablauf war es, zum nächsten Bahnhof zu traben. In der Schweiz, das war Raffs, fast direkt an der Grenze. Und in Raffs dann mit dem Zug Richtung Zürich. Bruder, ich glaube, du kommst da nicht zu spät. Die kommen auch alle, das ist komisch. Es ist einfach komisch.
Ist einfach merkwürdig. Das Punkt funktioniert halt einfach. Da gibt es keine Verspätung. Da gibt es einfach keine Verspätung. Und dann fährst du da ein Stündchen mit dem Zug oder 45 Minuten oder so. Fährst du wieder zurück und dann bist du wieder in Deutschland und dann kommt alles zu spät. Alles. Oder fällt aus. Oder bricht weg. Oder du musst umsteigen. Oder es wird Schienenersatzverkehr. Das ist überall so. Und du denkst, du wirst verarscht. Du denkst wirklich, du wirst verarscht. Also das ist komisch. Das ist einfach merkwürdig. Das ist einfach fucking merkwürdig. Gleichzeitig setze sie bei ihren Dieselfahrzeugen auf alternative Antriebe und Kraftstoffe. Zudem entwickle die Bahn neue Technologien wie die Oberleitungsinseln. Dadurch sei es nicht mehr notwendig, das gesamte Netz zu elektrifizieren. Der Betrieb ist wahnsinnig anfällig. Selbst kleinste Störungen führen zu erheblichen Verspätungen. Ja. Züge können nicht umgeleitet werden, weil die Schienen weg sind. Weil es dafür an Ersatzzügen und Ausweichstrecken fehlt. Korrekt. Zugausfälle haben sich im Personenverkehr seit 2017 verzehnfacht. Die Unzufriedenheit der Kunden ist enorm. Die Bahn hat derweil 30 Milliarden Euro Schulden angehäuft. Jeden Tag kommen mehrere Millionen Euro dazu. Die Deutsche Bahn ist ein absoluter Sanierungsfall. Wie kommen wir hier wieder raus? Gar nicht. 2018 setzt die alte Bundesregierung unter Merkel im Koalitionsvertrag ihre Ziele für den deutschen Schienenverkehr fest. Unter Leitung des damaligen Verkehrsministers, dem CSU-Politiker Andreas Scheuer, wird das Zukunftsbündnis Schiene ins Leben gerufen. Die Mobilität soll gefördert und das Bahnfahren endlich attraktiver gemacht werden. Dass die Bahn, die Schiene, das Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts wird. Bis 2030 soll sich die Zahl der Bahnkunden verdoppeln und der Güterverkehr verstärkt auf die Schiene verlagert werden. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist auch die Einführung des sogenannten Deutschlandtakts. Oh Gott. Der Deutschlandtakt ist die Idee, dass man... Die Lösung ist ganz einfach. Mehr Autobahnen und Verbrenner. Ja, endlich mal die Straßen breiter machen. Kann ja nicht sein, dass du ja auf einer zweispurigen Autobahnstraße 260 fährst und dann zieht so ein Taxifahrer raus und du musst abbremsen, Digga. Da fliegt mir sofort das Gönnergy ins Armaturenbrett. In ganz Deutschland mit der Bahn quasi fahren kann, wie in einer Großstadt mit dem ÖPNV. Du guckst nicht mehr so richtig auf den Fahrplan, sondern du gehst einfach irgendwo hin, weil du weißt, da fahren regelmäßig Züge in diese Richtung ab. Ein Fahrplan, der die Routen von Güterzügen, Regional- und Fernzügen perfekt aufeinander abstimmt. Alle 30 Minuten verlassen Fernzüge die größten deutschen Knotenpunkte. Exakt zur selben Zeit. Pünktlicher, zuverlässiger und attraktiver Schienenverkehr für komfortables Reisen. Klimafreundliche Mobilität für Personen und Güter. Das ist der Deutschlandtakt. Wisst ihr, was ich ätzend finde? Die Tatsache, dass du etwas gut reden musst, indem du es klimafreundlich nennst. Weißt du, was ein viel besseres Argument wäre? Zuverlässig. Ein zuverlässiges Produkt. Dann musst du den Leuten gar nicht sagen, dass es klimafreundlich ist oder dass es irgendwie das ist oder dies ist. Du musst nur dafür sorgen, dass es zuverlässig ist. Und dann Schritt für Schritt. Der Deutschlandtakt wird von den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land mit Sehnsucht erwartet. Ja, was ich mit Sehnsucht erwarte, ist, dass die FDP endlich unter 5% fällt. Sommer dieses Jahres beginnt außerdem eine Generalsanierung. Bis 2030 sollen die überlasteten Hauptstrecken und jeder dritte Bahnhof saniert werden. Statt immer wieder mit kleineren Baustellen an Strecken nur das Nötigste auszubessern, soll alles in einem Rutsch erneuert werden. Ach du Scheiße. Dann kannst du den Bahnverkehr erstmal einfrieren. Danach sollen die Abschnitte für längere Zeit baufrei bleiben. Ja. Jo, na dann. Keine Ausweichstrecken, na dann Feuer frei. Als erstes soll die Riedbahn, eine 70 Kilometer Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim, vollständig gesperrt werden. Es werden 117 Kilometer Gleise und 152 Weichen erneuert und 20 Bahnhöfe modernisiert. So soll Stück für Stück jede Hauptstrecke im Land saniert werden. Das klingt erstmal nicht schlecht.
Der Bahnbetrieb muss dafür deutschlandweit aber über Monate hinweg umgeleitet werden. Das ist halt der Preis, den du zahlst, wenn du so lange nichts machst. Dann fährst du halt in die Sackgasse, dann ist deine Infrastruktur im Arsch. Und dann dauert es einfach Jahre, das zu reparieren. Weil du ja nicht alles stilllegen kannst. Vor allem im Fernverkehr wird es für die nächsten 6 Jahre voraussichtlich weiter zu heftigen Verspätungen kommen. Die Deutsche Bahn betont, dass der Ablauf der Generalsanierung seit Jahren geplant und entsprechend in den Fahrplänen berücksichtigt worden sei. Ja. Kleinen Moment, ich muss kurz in Steam rein. Ich will mich heute noch Crusader. Ich will Crusader Kings runterladen. Ich will dann kurz den Download anmachen. Den Downseload. Es komme also nicht zu Verspätungen, sondern es gäbe einfach regulär längere Fahrzeiten. Die Generalsanierung betrifft aber nicht das gesamte Bahnnetz. Konkret geht es um die Hauptkorridore, die momentan oft für Verspätungen sorgen. Eigentlich werden nur rund 4.200 Kilometer saniert. Die übrigen knapp 29.000 Kilometer bleiben erstmal teilweise marode. Die Bahn schreibt uns gegenüber, dass die Generalsanierung der hochbelasteten Streckenabschnitte nur eines von 7 Handlungsfeldern des dafür zuständigen Tochterunternehmens DB Infrago sei. Neben der Generalsanierung habe die Bahn zahlreiche weitere Maßnahmen wie Investments in neue Fernverkehrszüge geplant. Außerdem würden auch die ca. 25.000 Streckenkilometer des Flächennetzes schrittweise modernisiert. Wie das alles finanziert werden soll, ist auch noch nicht ganz klar. Ja, wieso darfst du ja keine Schulden machen? Im Haushaltsplan der aktuellen Bundesregierung waren 40 Milliarden Euro bis 2027 für die Bahn vorgesehen. Das wäre immerhin fast die Hälfte des Geldes, das benötigt wird, um flächendeckend auf einen technisch akzeptablen Stand zu kommen. Ein großer Teil des Geldes sollte aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds KTF kommen. Doch das Bundesverfassungsgericht hat den KTF Ende letzten Jahres für rechtswidrig erklärt. So bleiben von den versprochenen 40 Milliarden erstmal nur noch knapp 27,5 Milliarden Euro übrig. Da fehlt halt immer noch sehr viel Cash. Für die Bauprojekte 2024 und 2025 gibt es wahrscheinlich noch keine Probleme. Aber dann könnte es wieder in Richtung Sparkurs gehen. Neubauprojekte werden schon jetzt teilweise bis auf unbestimmte Zeit verschoben. Eigentlich sollte zwischen Frankfurt und Mannheim beispielsweise eine neue Strecke entstehen. Diese Pläne wurden vorerst auf Eis gelegt. Die Deutsche Bahn schreibt uns gegenüber, dass bis Ende nächsten Jahres genug Geld für die geplanten Projekte da sei. Zu den weiteren Projekten sei sie fortlaufend im Gespräch mit dem Bund. Grundsätzlich halte sie an ihren Neu- und Ausbauprojekten fest. Die Planungen würden fortgeführt, bis die Finanzierung vollständig geklärt sei. Der Traum vom Deutschlandtakt bis 2030 ist geplatzt. Das wird die Ampel nicht schaffen, nicht mit dem, was da gerade geplant ist, nicht mit dem Zustand der Bahn, nicht mit den Maßnahmen, die geplant sind. Das Ziel, doppelt so viele Bahnkunden zu transportieren, dürfte dann wohl auch nicht klappen. Den Schienengüterverkehr auf 25% zu steigern, wird auch nicht klappen. Heute liegt er nicht mal bei 20%. Und das ist das, was in den letzten 20, 30 Jahren geschafft wurde. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer, hat 2023 schätzt, dass der Deutschlandtakt um 40 Jahre bis 2070 verschoben werden muss. Wenn Justin Bieber 76, Moneyboy 88 und Northwest 56 Jahre alt sind, können die Deutschen endlich sorglos Bahn fahren. Wenn der Bahnverkehr bis 2070 erst vollständig getaktet sein soll, also ich sag mal so, ich werde das nicht mehr erleben. Ja, das ist richtig, auch ich werde es nicht mehr erleben. Der Deutschlandtakt ist Stand heute ein Jahrhundertprojekt. Wir haben die Bahn gefragt, ob sie dieser Schlussfolgerung zustimmt. Die Frage blieb leider unbeantwortet. Sie betont aber, dass Bund und Bahn mit ihrem Infrastrukturprogramm die Weichen gestellt hätten, um die verkehrspolitischen Ziele zu erreichen. Oh Gott. Ein halbes Jahrhundert muss es nicht unbedingt dauern. Philipp Banse und viele weitere Experten empfehlen, die Bahn grundlegend zu reformieren. Ja, aber was Experten empfehlen, spielt in dem Fall keine Rolle. Die Hälfte des Umsatzes der Deutschen Bahn kommt von Beteiligungen und Firmen, die nichts mit dem Personenverkehr in Deutschland zu tun haben. Der Betrieb von Drohnenflugplätzen oder der Betrieb von Doppeldeckerbussen in London oder der Betrieb der
der ägyptischen Eisenbahn. Die Deutsche Bahn ist global aktiv. Die Konzernstruktur ist extrem unübersichtlich. Es gibt mehr als 600 Tochterfirmen in 80 Ländern. Die Bahn gehört ja dem Staat, also kann der Staat doch sagen, was die Bahn machen soll. Das gilt allenfalls 600 für das Dach, für die Deutsche Bahn AG. Aber für diese ganzen über 600 Unterunternehmen gilt das halt nicht. Der Bund hat nur begrenzt Kontrolle über die vielen Tochterfirmen, insbesondere wenn es nur Beteiligungen sind. Die können nur mitreden über, sagen wir mal, ihr Mandat beispielsweise im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG. Aber der Hebel, um wirklich die Bahn zu lenken, ist sehr, sehr, sehr schwach. Viel schwacher als er eigentlich. Ich bin seit 2 Tagen aus Japan zurück und dort hatte ich eine mal 15 Sekunden Verspätung und da haben sich alle Mitarbeiter bei den Fahrgästen entschuldigt. Also, aber man muss auch sagen, in Japan bringen sich Zugfahrer auch um, wenn es extreme Verspätungen gibt. Also das ist so eine, Japan ist, was das angeht, einfach eine sehr, 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 sehr extremer Vergleich. Das schaffst du einfach auch nicht. Das ist nicht mal realistisch, das ist nicht mal, also wie wir mit der Schweiz gesagt haben, Japan ist Japan, was das angeht. Die japanischen Zugführer müssen einen Fahrtest abschließen, ich weiß nicht, ob man den schon mal gesehen hat, einen Fahrtest abschließen, wo sie blind, also nicht mit geschlossenen Augen, sondern blind ohne Armaturen eine Strecke zwischen Haltestelle A und Haltestelle B zurücklegen und dort eine Punktlandung machen müssen, ohne dass sie die Geschwindigkeit sehen, weil sie die Geschwindigkeit fühlen müssen. Also Lokführer, sorry, nicht Zugführer, aber ich meine Lokführer. Ja. So werden die da ausgebildet. Du musst zum Zug werden. Da werden die ganzen Sachen abgedeckt und dann müssen die das erfüllen. Ja. Sein könnte? Das Geflecht. Könnt ihr gerne nachgucken. So läuft das da. Aus Unternehmen und Subunternehmen ist zu undurchsichtig und komplex, um gezielt für einen funktionierenden Bahnverkehr zu sorgen. Laut Banse gäbe es deshalb eigentlich nur eine Lösung. Der erste Schritt wäre, alles zu verkaufen und abzustoßen an Unternehmen und Beteiligungen, was nicht direkt mit Sicherstellung von gutem Bahnverkehr in Deutschland zu tun hat. Also da müsste man sagen, das muss eigentlich alles weg. Ihr müsst eure Kräfte, eure ganzen Ressourcen, eure ganze Aufmerksamkeit, eure ganzen Managementfähigkeiten darauf konzentrieren, wie schaffen wir einen guten Personen- und Güterverkehr in Deutschland. Die Bahn schreibt uns, dass sie sich stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren will. Eine starke Schiene für Deutschland. Alle Töchter- und Finanzbeteiligungen würden fortlaufend auf ihren Beitrag zu diesem strategischen Ziel überprüft werden. Dort, wo es sinnvoll sei, würden sie ihr Tätigkeitsfeld Schritt für Schritt anpassen. Deshalb bereite die Deutsche Bahn aktuell den möglichen Verkauf des Logistikunternehmens DB Schenker vor. Der Verkauf des britischen Verkehrsunternehmens DB Arriva wurde bereits eingeleitet. Ende letzten Jahres hat die Bahn laut Banse einen weiteren Schritt in die richtige Richtung getan. Sie haben die gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft gegründet, kurz Infrago. Das ist eine Verschmelzung von DB Netz und DB Station und Service. Sie haben quasi gesagt, ihr müsst mit euren Bahnhöfen jetzt keine Gewinne erwirtschaften und ihr müsst auch mit eurem Netz keine Gewinne erwirtschaften, sondern wir legen das zusammen, Netz, Gleise und die Bahnhöfe, und wir sagen, diese Gesellschaft, diese Infrago, die soll gemeinwohlorientiert betrieben werden. So, das heißt, da steht die Leistung im Vordergrund, dass die Bahnhöfe gut aussehen, dass das Netz in gutem Zustand ist, dass das Netz vielleicht auch Orte erreicht, die sich nicht gewinnorientiert mit Personenverkehr versorgen lassen. Das ist schon mal ein großer Schritt. Die Infrago bleibt dadurch aber weiterhin Teil der Bahn AG. Banse und sein Kollege Ulf Burmeier empfehlen deshalb, die Infrago direkt dem Bundesverkehrsministerium zu unterstellen. So könnte man sicherstellen, dass sie gemeinwohlorientiert arbeitet. Viele Experten gehen noch einen Schritt weiter und fordern die strikte Trennung von Netz und Betrieb. Ja,
Also das ist, ich habe gerade gedacht, okay, das ist das ja irgendwie fast, aber das ist das nicht. Das ist keine neue Idee. Das diskutiert man schon seit den 90ern. Durch so eine Trennung würde ein Unternehmen den Bahnbetrieb übernehmen. Und eine bundeseigene Infrastruktur GmbH würde das Schienennetz, die Bahnhöfe und die Energieversorgung verwalten. Ja. Der Bund könnte dann entscheiden, welche Strecken saniert oder neu gebaut werden sollen. Ganz ähnlich gibt es das zum Beispiel schon für Autobahnen. Die Autobahn GmbH. Ja. Autobahn GmbH des Bundes. Der Bund entscheidet durch diese Infrastrukturgesellschaft über die Planung, Finanzierung und den Bau sowie die Sanierung von Autobahnen in Deutschland. Ein weiterer Vorteil der Trennung wäre, dass es mehr Wettbewerb auf der Schiene gäbe. Eigentlich dürfen auf den Schienen auch andere Bahnunternehmen fahren. Im Nahverkehr gibt es tatsächlich einige Konkurrenten, im Fernverkehr aber eher weniger. Wenn ihr von Berlin nach München fahrt, steigt ihr in einen ICE und selten in einen Flixtrain. Der Anteil von Wettbewerbern liegt im Fernverkehr bei unter 5%. Kritiker werfen der Deutsche Bahn AG vor, dass sie freie Kapazitäten auf ihren Schienen lieber an DB-Züge vergeben würden. Die Bahn widerspricht diesem Vorwurf. Die Vergabe von Trassen erfolge durch die DB InfraGo AG in einem transparenten Prozess, der von der Bundesnetzagentur als unabhängige Aufsichtsbehörde überwacht werde. Eine strikte Trennung könnte solche Vorwürfe sicher ausräumen. Dann würde die Infrastruktur GmbH die Auslastung der Schienen erhöhen wollen und hätte eine höhere Motivation, mehr Anbietern den Zugang zu ermöglichen. Das würde eventuell für mehr Wettbewerb sorgen und könnte letztendlich zu mehr Qualität für die Kunden führen. Mhm. Die SPD-Fraktion spricht sich aber gegen die Trennung von Bahn und Netz aus. Sie sehen darin keine Lösung der aktuellen Probleme der Bahn. Die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft lehnt den Plan ebenfalls ab und befürchtet vor allem Nachteile für die Beschäftigten. Tarifgebundene Arbeitsplätze könnten dadurch bedroht werden, außerdem befürchten sie Lohnkürzungen. Tja, ausweglose Situation. Sowohl der EVG-Chef als auch der Deutsche Gewerkschaftsbund glauben, dass die Trennungsdebatte von den eigentlichen Problemen der Bahn ablenkt. Mhm. Was die Bahn vor allem brauche, seien Investitionen in die marode Schieneninfrastruktur und dass sie gemeinwohlorientiert arbeite. Die Deutsche Bahn spricht sich in ihrer Stellungnahme ebenfalls gegen eine solche Trennung aus. Eine integrierte DB sei zum Beispiel aus Kostengründen dauerhaft besser für die Eisenbahn in Deutschland. Auch in klassischen und zukunftsorientierten Eisenbahnländern wie der Schweiz, Österreich und Japan würde auf integrierte Bahnunternehmen gesetzt. Das Einzige, was der Bahn in irgendeiner Form erstmal helfen würde, ist genau das Gleiche, was dem Gesundheitssystem, also auch Krankenhäusern helfen würde. Die Tatsache, dass die privat sind, ist ein Fehler. Die Tatsache, dass sie Geld verdienen müssen, ist ein Fehler. Die Straßen, die Privatisierung der Bahn 1994 war ein Fehler. Also wickelt den Scheiß ab und gebt ihn in staatliche Hand. Unterstellt ihm ein Ministerium und das war's. Die Privatisierung ist ein Fehler. Die Deutsche Bahn und die zuständigen Verkehrsminister haben über Jahrzehnte versagt und sich in ein tiefes, tiefes Loch gespart. Es wird vermutlich ebenso lange dauern, sich da wieder rauszugraben. Da wird sich auf absehbare Zeit halt auch nichts groß dran ändern. Und weil diese Infrastruktur repariert werden muss mit vielen Milliarden, und das wird dauern, das wird die nächsten 10, 20 Jahre dauern, glaube ich, bis da wirklich spürbare Verbesserungen zu sehen sind. Von einer pünktlichen Bahn können wir erst einmal weiter träumen. Wir bewegen uns im Schneckentempo in die richtige Richtung. Wir hoffen, dass Sanierungspläne und Reformvorstöße nicht wieder auf dem Abstellgleis landen. Ich glaube, dass eine funktionierende, pünktliche Bahn, die den Leuten nicht Sorgenfalten und Angstschweiß und Wuttränen in die Augen treibt, sondern wo sie zufrieden sind, wo sie stolz sind, wo sie sich darauf verlassen können, dass so eine Bahn das Vertrauen in den Rechtsstaat und den Staat insgesamt stärken kann. Cheers. Ja, aber sie wird es nicht in Deutschland. Also buchstäblich, der Zug ist abgefahren. Das der Bahndebakel wird man nicht, das kriegt man nicht in den Griff. Wie auch. Gibt es da keine Bewegung zu. Ich habe damit schon mehr oder weniger abgeschlossen, tatsächlich. Ich meine, die Tatsache, dass der Deutschlandtakt um 50 Jahre verschoben wurde, oder um 40 Jahre, come on, Bro. Come on. Verstaatlichen
Im Zusammenhang mit anderen kritischen Infrastrukturen gehört sowas nicht in private Hände. Bahn, Straßenbau, Internetausbau, Wasser, Krankenhäuser, das sind einfach Dinge, die nichts mit Privatisierung zu tun haben sollten. Da finden sich sicherlich noch andere Sachen, aber das gehört in staatliche Hand. Und das ist auch Strom. Das ist etwas, da kann man nicht mal eine Debatte drum führen mit von wegen, ja, aber ich will ja eine Miete haben, du kannst jetzt hier nicht Wohnung verstaatlichen. Ey, will ich gar nicht führen, die Debatte. Aber diese essentiellen Dinge, diese wirklich essentiellen Dinge gehören nicht privatisiert. Gehören sie nicht. Das sind so Dinge, bei denen man jetzt auch mittlerweile erkennt, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Da ist nichts Gutes draus geworden. Also mit den Konsequenzen leben und es anders machen oder zumindest die ganze Zeit oder es die ganze Zeit weitermachen. Ehrlich, du willst staatliches Internet und wirklich der AfD-Regierung? Bruder, was zur Hölle? Ist der Rundfunk, den du hast, auch von der AfD beeinflusst oder was? Denk mal bitte nicht bis zum nächsten Bordstein. Bruder, ach, come on. Come on, Bro. Ey, wirklich, es nicht privat zu machen, heißt nicht, dass Olaf Scholz, Friedrich Fotzen Fritz Merz oder Alice, die Nazi-Schlampe Weidel, Einfluss darauf hat, das mit deinem Internet ist und sich da einhackt. Come on, Mann, was soll das? Was ist das für ein Scheinargument so? Was soll das? Na dann, touché, dann machen wir halt lieber weiter so wie bisher. Da muss ich nur mit den Augen rollen. Also wirklich, da kann ich auch wirklich nur mit den Augen rollen.